nicht mehr, was es bringt nichts, wenn ich das mache. Ach komm, das lassen wir. Gibt zwar interessante Sachen, aber nee. Ruheraum. Kann man hier eigentlich auch Items? Das ist ein Megafon, sowas brauche ich nicht. Das Megafon ist wirklich sehr, sehr sinnlos, ne? Weil man kann hier zwar später zurück, aber dann ist das Megafon auch sinnlos. Abgeschlossen. Oh nein, hier gibt's Gegner. Das Ding. Welches war nochmal das erste? Hinter hat sich was geöffnet. Der hat mich verwirrt, der Drecksack. Nein, Sonic Blade, was machst du? Alter.
So. Nicht mehr allzu viel. So, die letzte Truhe hat sich geöffnet. Weiter geht's. Anzüge. Wir haben die Schadenseinschätzung für Sektor 7. Unter Einbeziehung der bereits eingerichteten Fabriken und Investitionen beläuft sich der Schaden auf schätzungsweise 10 Milliarden Geld. Die Kosten für den Wiederaufbau von Sektor 7 belaufen sich. Wir bauen nicht wieder auf. Was? Wir lassen Sektor 7, wie er ist. Und fangen den Neo-Midgar-Plan wieder an. Und das alte Volk? Das verheißene Land wird bald uns gehören. Ich will, dass du die Makrosätze erhöhst. 15% in jedem Gebiet. Setze hoch, tralala. Und bitte berücksichtige auch unser Raumprogramm im Fuji. Reef und Scarlet verteilen die zusätzlichen Einnahmen aus der Erhöhung. Oh Mann! Mein Herr, wenn sie die Sätze erhöhen, verlieren die Leute das Vertrauen. Das haut schon hin. Nur die Bürger verlieren nicht das Vertrauen, sie werden Shinra Inc. noch mehr vertrauen. Schließlich waren wir es, die Sektor 7 vor Avalanche gerettet haben. Hojo, wie geht es dem Mädchen? Als Subjekt ist sie nicht so gut wie ihre Mutter. Ich bin noch dabei, sie mit ihrer Mutter Ifalna zu vergleichen. Aber momentan ist der Unterschied 18%. Wie lange wird die Arbeit dauern? Wahrscheinlich 120 Jahre. Wahrscheinlich ist es unmöglich, sie zu unseren Lebenszeiten abzuschließen oder zu Lebzeiten des Subjekts. Deshalb überlegen wir uns, ob wir sie züchten sollen. Dann könnten wir eine produzieren, die unsere Forschungsarbeiten über lange Zeit aushält. Was ist mit dem verheißenen Land? Wird es unsere Pläne nicht behindern? Darauf muss sich mein Plan stützen. Die Mutter ist zwar stark, zeigt aber trotzdem Schwäche.
für so einen Widerling. Damit ist unsere Besprechung beendet. Das stinkt hier. Da unten sitze ich. Ja, Scarlett! Sie sprachen über Eris. Sie sprachen über Eris, oder? Weiß nicht. Wahrscheinlich. Gehen wir nach. Scarlet Power, ja. Nein. Und wir wissen ja, der Gardist unter ihren Füßen, der so als Fußpedal herhalten musste, ne? Das war ja dann ich, ne? Oh, jetzt leck doch nicht so rum hier. Oder als Hund, ja. Hojo, ha? Huh? Freie Bahn mit Marzipan, los! Zugriff! Ich erinnere mich an ihn. Diesen Hojo-Typ, er ist der Chef der Wissenschaft. Abteilung der Shinra. Sveneta, kennst du ihn nicht? Ich habe ihn vorher noch nie gesehen, also so sieht er aus. Oh! Ich hoffe, dass die PS5-Controller besser sind. Subjekt von heute? Ja, wir fangen sofort an. Setz es auf die höhere Stufe. Mein teures Subjekt. Wie sieht's heute eigentlich mit One Piece aus, Liz? Du zockst gerade selber was? Was zockst du denn momentan? Animal Crossing? Tolles Objekt? Wird es für ein biologisches Experiment benutzt? Ja, Otto rennt deep for speed, kommst nicht von los, wo? Genova. Na gut, wenn du nicht davon loskommst, dann heute dann kein One Piece. Na okay. Naja, ich wollte halt eigentlich heute nur Midgar-Saga machen. Deswegen auch meine Frage. Ja, ich merke es auch. Es ist, wie Pan schon gesagt hat, das ist so, als wäre es immer so gewesen, wie es halt im Remake ist. Und wenn man das Original spielt, hat man das Gefühl, es fehlt was. Ist halt so. Die hat gesagt, es fehlt was. Bin überfordert mit...
Genova, Zephyros, sie haben es hierher gebracht. Sveneta, sei stark. Hast du es gesehen? Was gesehen? Es bewegt sich. Noch am Leben? Wo ist der scheiß Kopf? Das Ganze ist hinverbrannt. Lass uns weitermachen. Los, Hojo hinterher. Gift. Mich ärgert es immer noch, dass Crisis Core nicht funktioniert hat. Aber ich habe Kabel bestellt, vielleicht dann nächste Woche. Und wenn, dann spiele ich es auch sonntags. Ich glaube, sonntags ist eine gute Zeit. Da streamst du ja auch nicht. Aris. Oh, so heißt sie also. Was willst du? Wir nehmen Aris wieder mit. Außenseiter. Hättest du früher merken sollen, du. Es gibt so viele frivole Dinge auf dieser Welt. Wollt ihr mich töten? Das solltet ihr nicht, glaube ich. Die Maschinen sind sehr empfindlich. Wer würde sie bedienen, wenn ich nicht mehr wäre? Das stimmt. Ich würde sagen, du solltest logisch denken, bevor du... Das stimmt. Ich würde sagen, du solltest logisch denken, bevor du voreilig handelst. So, bring das Subjekt rein. Also ich kann mit Rennspielen leider nicht viel anfangen. Sveneta, Hilfe! Verdammt, was machst du denn da? Einer gefährdeten Art Beistand leisten. Beide sind kurz vor dem Aussterben. Wenn ich nicht helfe, werden all diese Tiere verschwinden. Tier? Das ist schrecklich. Aris ist ein Mensch. Dafür wirst du zahlen. Kratos, kannst du nichts tun? Also gut, zurücktreten. Stopp! Leider kann ich die Stimmen nicht so gut wiedergeben. Was machst du? Oh, meine teuren Subjekte! Jetzt hast du die Chance, Aris zu schnappen. Danke, Sveneta. Ich habe gerade gedacht, dass Sveneta das sagt. Sveneta, was ist los? Der Aufzug bewegt sich. Das ist kein normales Subjekt, das ist ein sehr wildes Subjekt. Er ist ziemlich stark. Ich helfe euch raus. Es hat gesprochen. Später spreche ich, so viel du willst, Fräulein. Wir übernehmen das Monster. Kann jemand Aris an einen sicheren Platz bringen? Wen will ich denn jetzt? Ich würde mal sagen, Kratos, pass auf sie auf. Wie heißt du? Hojo hat mich Red 13 Ein Name, der für mich keinerlei Bedeutung hat. Nenn mich, wie du willst. So. Tenshi. Mir fiel kein anderer Name ein. Komm schon!
Nur, dass jetzt Tenshi keine keine Materie hat, ne? Und wir haben den einzigen mit Feuer weggeschickt. Oh, er hat ja Feuer. Und alle. Weg mit dir, Tentakelgesicht. Ich glaube, ich sollte langsam heilen. Uff, ich sollte wirklich sehr, sehr schnell heilen. Stirb! Rückwärtssalto, jawohl, ja.